Hallo und willkommen zurück zu Flinks spielt Factorio, Folge 10. Heute, das heißt die nächsten paar Folgen, habe ich gedacht, kümmere ich mich um die Ölverarbeitung und ein paar Kleinigkeiten nebenher. Die eine Kleinigkeit, die mein kleiner Sohn mir gesagt hat, ich sollte doch mal die Schmelzöfen aufwerten, damit ich nicht ganz so viel Probleme mit den Eisenplatten habe. Das werde ich also nebenher auch angehen. Aber fangen wir einfach an. So, ich habe in der letzten Folge als letztes die Ölverarbeitung erforscht und muss sofort gleich was hinterher erforschen, nämlich die Flüssigkeitsbehandlung, weil dafür gibt es dann die Tanks und die Tanks sind irre wichtig. Hier oben habe ich extra das Ölfeld ausgespart, wo ich jetzt anfange, Öl zu fördern. Und um Öl zu fördern, brauchen wir natürlich Ölförderpumpen. Und ich habe zu wenig Kupferplatten. Oh, da unten hat gekämpft. Ein Turm ist mit dabei, dann geht das. Da sollte ich vielleicht noch einen zweiten Turm hin. Fangen wir erst mit der Verteidigung an, einen zweiten Turm setzen. Auch da fehlen mir Kupferplatten für. Kupferplatten mitnehmen. Ich habe noch ein paar Eisenplatten. Ich habe noch ein paar Eisenplatten. Noch ein paar Eisenplatten mit. Und für das ganze Zeugs brauche ich auch noch Stahlplatten, habe ich gesehen. Also nehmen wir uns auch ein paar. Na ja, gut, sind nicht so viele, aber ein paar wenigstens. Stahlplatten mit. So, ein Turm. Und erstmal drei Pumpjacks. Förderpumpen. Rohöl-Förderpumpen. Pumpjacks heißen die auf Englisch. Und da ich die meisten Let's Plays schaue, ich schaue Let's Plays, von englischen YouTubern sind, habe ich mir so ein paar Sachen angewöhnt. Was ich hier dann auf Englisch sage. Ach, das ist auch noch genug drin, dann packen wir den Rest da rein. Die Ölförderpumpen sind am Arbeiten. Ah ja, ein paar von den Rohren, die ich gemacht habe, sollte ich noch mitnehmen. Ganz wichtig. Wo habe ich denn die gebaut? Die habe ich, glaube ich, da oben, genau. Nehmen wir zweimal die Rohre mit und die Hälfte von denen. Das reicht eine Weile. Noch Mauern fertig. Hatte ich hier unten die Mauer fertig gebaut? Irgendwie war mir so, als ob ich da noch ein bisschen bauen musste. Eigentlich ist fertig. Ah, oben die schräge Mauer, die ist noch nicht fertig. Das ist übrigens auch eine Sache, die bei Factorio oft passiert. Man will eigentlich irgendwas tun und dann kommen irgendwelche Sachen dazwischen, die man eigentlich auch ganz dringend tun muss. Und absichern, zumindest eine grobe Absicherung, dass ich sehe, wenn die Außerirdischen hierher kommen. Läuft dann doch immer wieder dazwischen. Aber so ist das halt mal. Aber nun erstmal wirklich die ersten Förderpumpen setzen. Diese Ölfelder, die haben verschiedene Wertigkeiten. Der hier ist bei 280%.
Der ist bei 167%. Das heißt, der fördert 2,8 Einheiten pro Sekunde, der fördert 1,7 Einheiten pro Sekunde, der 1,8 Einheiten pro Sekunde. Das wird immer weniger nach der Zeit, aber es sinkt nie auf Null ab. 0,1 Einheiten werden immer gefördert, sodass also auch die Bildversorgung, wenn auch minimal, immer sichergestellt ist. Da ich sowieso auf alle diese hübschen Dinge hier setze, ist es egal, wie viel Output die haben. Kommen sowieso, wie gesagt, alle voll. So, dann wollen wir mal hoffen, dass noch ein bisschen Stahl fertig ist. Nur 15 Stahl braucht er einen. Ne? Ja, wird richtig hoch. Warum baut denn der keinen? Ja, vielleicht sollte ich da auch einen Roboter hinpacken. Während wir den Roboter da noch bauen, machen wir einmal manuell Zeugs rein. So, und hier fangen wir dann schon mal an mit den Rohren. Innerhalb des Gebietes, wo die ganzen Dinger stehen, werde ich wahrscheinlich sehr wenig mit unterirdischen Röhren arbeiten, weil ich da sowieso nie durchgehe, da gehe ich immer außen rum. Aber später, wenn ich das dann ableite zur Verarbeitung, will ich mit unterirdischen Rohren arbeiten. Einfach damit ich dann auch durchlaufen kann. Diesmal sind es zwei Türme. Okay. Und die Mauer ein bisschen beschädigt. Eine ein bisschen beschädigte Mauer bei einer doppelten kann ich leben. Das ist kein Problem. Okay. Noch einen. Was wir dann, sobald wir die Sachen aufgebaut haben, brauchen, ist eine Ölraffinerie. Und die arbeitet so, dass ich auf der einen Seite das Rohöl reinpumpe und die das verarbeitet in drei verschiedene Ölsorten. Schweröl, Leichtöl und Petroleumgas. Ich glaube, das heißt auch Petroleumgas hier. Genau, Petroleumgas. Was man am allermeisten braucht, ist das Petroleumgas. Das wird also normalerweise immer knapp sein. Die anderen gibt es immer viel zu viel. Das Problem mit einer Raffinerie ist, sie arbeitet nur so lange, wie sie jedes Endprodukt auch ausliefern kann. Das heißt, wenn ein Endprodukt, zum Beispiel Schweröl, komplett voll ist im Tank, dann arbeitet die ganze Fabrik nicht mehr und ich kriege natürlich auch kein Petroleumgas, um die Sachen zu machen, die ich wirklich brauche. Es gibt Möglichkeiten, das dann noch wegzubekommen. Aber das ist auch eine Sache, weshalb man unbedingt diese Tanks braucht, einfach damit die Raffinerie überhaupt erstmal richtig anfängt zu arbeiten. Noch, okay. Ich werde das mal so langsam mit Strom versorgen. Noch gar keine Strommasten mehr. Ein paar Strommasten. Und das Ganze ans Netz anschließen. So, jetzt arbeiten die schön ein kleines bisschen, bis nämlich die Rohre voll sind.
was auch einigermaßen schnell gehen sollte. Hier sehen wir die 1,8, die ich vorhin gesagt habe. Der hier war bloß ab 80%, der auf 110. So, jetzt ist das Rohr voll und alle hören auf zu arbeiten. Und genau das gleiche passiert dann auch mit der Raffinerie. Komm hier. So, ja, und dann die Sache, die ich gesagt habe, bessere Öfen bauen. Da haben wir dann einen Hochofen. Oh, da brauchen wir Ziegelsteine zu, die wollte ich noch bauen. Der hat eine Verhärtungsgeschwindigkeit von 2. Das heißt, der arbeitet im Gegensatz zu dem hier doppelt so schnell. Ach ja, mein Arm ist fertig, habe ich gerade vergessen. Und der hat keinen Strom. Kriegen die beiden jetzt Strom von hier. So. So, Steinfabrik. Da habe ich meine Steine, die Mauern bauen und das lasse ich auch weiter so laufen. Müssen wir uns also ein anderes Steinfeld suchen. Dann brauchte ich noch eins. Ich glaube dort. Da. Ja, wird ein bisschen schwierig mit den Steinen. Da hinten ist welches. Ach, da oben. Ist zwar ganz weit außen vor, aber ist, glaube ich, erstmal die beste Methode. Das heißt, ich brauche auf alle Fälle noch ein paar Eisenplatten. Und ein Schmelzofen und eine Kiste und ein Agrarroboter. So, und dann brauchen wir da oben dann natürlich auch Strom. Wer hätte das gedacht? Gebaut. Ich sollte ein bisschen dichter dran laufen, einfach damit die Automatik funktioniert, dass die Sachen in der optimalen Entfernung besser. So, wo war hier unser Stein? Ach, da noch viel weiter. So, es könnte natürlich sein, dass dadurch, dass ich dann jetzt hier ein Server hinstelle und einen Ofen und ein Output, dass ich auch von da oben jetzt Angriffe kriege, muss ich dann sehen, dass ich da dann noch aktive Verteidigung hinpacke. Den kann ich mal einpacken. Den baue ich dann auf, wo als nächstes benötigt wird. Noch zwei von denen. Schon mal ein bisschen die Rohre vorbereiten. 1, 2, 3, das müsste hier sein. 2, 3, und der müsste da sein. So, und unsere Ölverarbeitung fangen wir hier oben an. Die braucht Platz und wird wahrscheinlich auch ein bisschen unübersichtlich.
Aber da fangen wir dann jetzt schon mal an, zumindest hinzubauen. Dafür muss ich demnächst da mal hin. Nee, den kann ich noch eins weitermachen. So, dann baue ich meine. Raffinerien hier hin. Sind fertig, die müssen jetzt eigentlich auch artig passen. Manchmal bin ich doch ein klitzekleines bisschen gut. Fast gut. Was ich jetzt ganz dringend hinbauen muss. Einfach damit das ein bisschen sichtbarer ist in der Nacht, die wir schon mal wieder haben. Sind ein paar Lichter. Vergessen weiter zu forschen. Hab doch gesagt, ich will die da forschen. Na ja, dann habe ich noch was erklärt und ach ja, aber dafür sind meine Förderbänder voll mit Wissenschaftspaketen. Erst das Ölfeld fertig machen. Und sobald das Ölfeld fertig ist, werde ich wahrscheinlich auch genügend Zeit verbracht haben, um den ersten Teil zu beenden. Das wäre mir gleich, ja, gleich ist gut. Ja, das muss definitiv schneller werden. Einer fehlt dann noch, weil zwei bin ich gerade am Bauen. Brauchen die eigentlich auch? Ja, die brauchen natürlich auch Stahlplatten. Mehr, die ich Gott sei Dank hier gleich in der Nähe gebaut habe. Ja, das habe ich mir beinahe gedacht. Na, dann halt nach unten. Hier werde ich jetzt mal ein unterirdisches Rohr bauen. Oh, kann ich hier noch mal quer durchlaufen. Glaube, das muss so sein. So, jetzt müsste noch genügend Eisen, Stahl da sein, um den letzten zu bauen. Dann werde ich auch noch so viel Stahl sammeln, dass ich mindestens schon mal einen Tank habe. Ja, da fehlt noch ein kleines bisschen. Dessen könnte ich hier mal gucken, was.
versagt, aber Kopf versagt auch noch in Ordnung. Wir noch genügend Mühen, da fehlen uns die Kroppen. Sorgen wir mal dafür, dass wir hier noch ein bisschen Speicherplatz auf unserem Kupfererzhörnerwand haben. Ganze auch ein bisschen besser, das wird noch. So. Da freue ich mich dann schon drauf, wenn es die hübschen fliegenden Roboter gibt. Weil denen kann man nämlich auch sagen, bitte einmal bring mir das ganze Zeug, was ich brauche. So, den Puffertank fürs Rohöl. Ja, da war ja noch was. Diese Öltanks, die haben Ausgänge hier und dort, da und dort. Man kann die auch drehen, aber das bringt halt auch nicht viel mehr, als dass die Ausgänge so halt vertauscht sind. Das heißt, so wie ich das eigentlich wollte, geht das nicht. Also packen wir den so hin. Den so hin. Und das so hin. So, damit wird mein erster Tank gefüllt und dies ziemlich schnell. Da baue ich dann später noch ein paar Tanks ran und dann habe ich zumindest einen Puffer an Rohöl. Habe ich eigentlich, manchmal vergisst man so Kleinigkeiten, habe ich eine Waffen- und Munitionsfabrik aufgebaut. Kurzen Überblick verschaffen. Was sagt meine Stromversorgung? Läuft noch gut. Nee, Waffenfabrik sieht nicht so aus, als ob ich die gebaut habe. Gut, die sind fertig. Das heißt, da werden wir auf alle Fälle gleich noch ein paar von den Sachen bauen. Da brauche ich schon Rotwürfel zu. Für die weitere Erdölverarbeitung ist ganz wichtig, dass wir Schwefel bauen und Plastik bauen und später dann Batterien bauen, weil darüber geht es weiter und außerdem gibt es über die Batterien die nächsten Wissenschaftspäckchen, die wir dann auch zur weiteren Forschung brauchen. Also forschen wir hier erstmal Richtung Schwefel. So, jetzt kann ich die besseren Brennöfen bauen. Dazu brauche ich die Steine. Ich hoffe mal, der hat oben schon ein paar ordentlich abgebaut. Ich habe noch ein paar Lampen. Gut. Da ist es.
zu weit weg. Oh, ich habe die zu weit weg gebaut. So. Aber wir haben da schon ein paar Steine drin. Die nehmen wir jetzt mit. Und Stahlträger. Ach ja, Lampen. Damit man so ein bisschen den Weg sehen kann. Stahlträger. Und jetzt 1, 2, 3. Dann finden wir Stahlträger. Aber wir werden jetzt den gleich ersetzen. Den gleich ersetzen und dann geht das schon viel schneller mit den Stahlträgern. Nämlich doppelt so schnell. Und bevor ich die Eisenplatten dort oben ersetze, fange ich mit denen hier an. Da staut sich zwar zurzeit wieder mit den Stahlplatten, aber demnächst kommen wieder ein paar Fabriken dazu, die wieder Eisenplatten, die wieder Eisenplatten brauchen. Und dann wird das auch wieder schnell leer. Gut, ich habe heute das Ölfeld aufgebaut und den ersten Speichertank dazu gepackt. Ich habe ein paar Öfen schon ausgetauscht. Dann mache ich jetzt in dem nächsten Teil weiter mit der Ölverarbeitung. Das heißt, ich baue ein paar Ölraffinerien, noch viele, viele Tanks und so weiter und zeige euch mal, wie das dann weitergeht. Bis gleich. Tschüss.